Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet. Viel Spaß bei dem Video. Die Links zum Posting und den Artikeln packe ich euch unten in die Beschreibung rein. Das National News Bureau of Thailand meldet heute am 22. April 2021 1470 neu gemeldete Fälle, davon 1370 inländische Fälle, 100 im Proactive Case Finding und keinen importierten Fall. Die Gesamtzahl der Menschen in Thailand, die bereits die erste oder zweite Impfdose erhalten haben, beträgt 864.840. Der Falang.com berichtet: Gouverneur, Phuket wird Covid-19-Krise zügig bewältigen. Phuket, die nächsten 2 Monate sind nach Einschätzung von Gouverneur Narong für Phuket entscheidend, um die aktuelle Covid-19-Krise zu überwinden und das Sandbox-Programm der Regierung für die Ferieninsel wie geplant im Juli umzusetzen. Narong äußerte sich vor den Medien zuversichtlich, dass seine Provinz in der Lage sein wird, die Gesundheitskrise zu bewältigen und Touristen wieder nach Phuket zu locken. Im Rahmen der Sandbox-Regelung sollen ausländische Touristen, die mit einem Covid-19-Impfstoff geimpft sind, ab dem 1. Juli die Einreise in die Provinz erlaubt werden, ohne dass sie sich einer Quarantäne unterziehen müssen. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter, wie gesagt, Link dazu unten in der Beschreibung. Und Thailandtipp.info mit Quellenangabe Bangkok Post berichtet: Bangkok Airways stellt den Flugdienst ein und schließt seine Büros. Bangkok Airways teilte am Donnerstag mit, die Flüge Phuket, Hat Yai, Bangkok, Sukhothai und Bangkok Trat einzustellen und die Einführung des geplanten Bangkok-Mae-Sot-Dienstes zu verschieben. Die Fluggesellschaft führte die Flugsperren auf die Covid-19-Pandemie zurück. Die Flüge Phuket, Hat Yai werden vom 23. April bis 30. Oktober und die Flüge Bangkok, Sukhothai und Bangkok Trat vom 1. bis zum 31. Mai ausgesetzt. Die Einweihung der neuen Strecke Bangkok-Mae Sot, Provinz Thak, wurde auf den 17. Oktober 2021 verschoben. Das Ticketbüro der Fluggesellschaft im Bezirk Hat Yai, Songkla ist vom 1. Mai bis zum 31. Oktober und die Büros in Sukhothai und Trat vom 1. bis zum 31. Mai geschlossen. Betroffene Reisende können ihre Flüge ohne Gebühr ändern, sagt die Fluggesellschaft. Und der Falang.com berichtet auch noch: Dritte Welle, weitere Hotels wollen schließen. Bangkok: Angesichts der geringen Einnahmen und der schwachen Nachfrage von Touristen während des dritten Covid-19-Ausbruchs erwägen immer mehr Hoteliers eine vorübergehende Schließung. Ich überspringe mal kurz einen Teil. Eine Umfrage der THA bei 128 Hotels im März zeigte, dass sich die Einnahmen der meisten Häuser, besonders im Süden, noch nicht erholt haben. Mindestens 50% der Hotelketten konnten nicht einmal 10% des Umsatzes erreichen, der vor Covid-19 erzielt wurde. Und der Artikel geht auch noch ein bisschen weiter, wie gesagt, Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, was sagt ihr zu dem Ganzen? Schreibt mir doch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das war's auch schon wieder von dem kleinen News-Update. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.